Hallo Eisenbahnfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir schreiben heute den 9.09.2021 und befinden uns auf dem Würzburger Hauptbahnhof. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video und wir schauen mal, was wir heute alles zu sehen bekommen. Eben sahen wir die Ausfahrt des FLX, des Flixtrain nach München.
waren die beiden ICE Müritz und Falkenberg-Elster. Ausfahrt des ICE 1 mit dem Namen Schwerin.
Das waren die ICE Neubrandenburg und Oschatz. Der Osten ist hier heute mächtig vertreten. Siegburg und Solingen. Das waren die ICEs Ravensburg und Mittenwald. Der Westen holt jetzt langsam auf mit den Namen.
Nachdem wir am Anfang viel ICE-Verkehr hatten, folgen jetzt einige Güterzüge. Das finde ich ganz toll. Es macht wieder richtig Spaß, heute hier dieses Video zu erstellen. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Der erste war ein namenloser ICE, der zweite hieß Krefeld. Glas 66 oder 77 mit einem Ganzkesselwagen zu.
Metrans mit dem Containerzug in der schönen Abendsonne.
Grüße zurück an den TF der Rangierlok. Das war der ICE Lüneburg. DLL Vectron mit dem Elko-Zug. Elko-Zug, Entschuldigung.
Und da hat schon wieder DB Cargo Einfahrt. Im Moment laufen die Güterzüge hier im Blockabstand. Das war ein namenloser ICE4. Gracias.
war auch ein namenloser IC. Einer rechts rum, einer links rum. Nein, der geht auch rechts rum. ICE Hagen und der zweite der ICE Jüterborg.
So, mit der Einfahrt des ICE Offenburg möchte ich mich jetzt recht herzlich heute von euch verabschieden. Ich hoffe, euch hat das Video wieder mal gefallen. Wir haben viel ICE-Verkehr gehabt, ein bisschen Regionalverkehr und Güterverkehr auch. Und wie gesagt, im Anschluss gibt es noch eine kleine Fotobox, wie fast immer. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Ihr könnt auch gerne einen Kommentar da lassen, worüber ich mich sehr freuen würde. Wenn ich es schaffe, werde ich jeden Kommentar einzeln beantworten. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch alles Gute. Bleibt gesund. Bis bald. Euer Andreas L. Einfahrt der Baureihe 612 Dreifachtraktion. Da kommt noch eine LZ-Fahrt, die nehmen wir noch ganz schnell mit. Eine Flixtrain-Lok auf LZ-Fahrt. Die muss natürlich sein. Also, jetzt ist wirklich Schluss. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Andreas L.